DuckTales, das war vielleicht meine Lieblingsserie meiner Kindheit. Oder zumindest in den Top 3. Einer meiner ersten Testvideos war daher auch die NES-Variante dieses Spieles. Dabei hatte ich aber als Kind die Handheld-Version gehabt. Dort versenkte ich Stunde um Stunde, kämpfte mich mit meinen eher, rudimentären Englischkenntnissen durch die Hinweise und war stolz auf mich, als ich alles endlich geschafft hatte. Höchste Zeit also, dass ich mir dieses noch einmal genauer anschaue. Was taugt DuckTales für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von damaligen Disney-Versofter Capcom entwickelt und 1991 bei uns Europa veröffentlicht. Die Hintergrundgeschichte sollte jetzt keinen überraschen. Onkel Dagobert will noch reicher werden und daher verschiedene Schätze bergen. Wer hätte das gedacht? Das Spiel an sich ist ein Plattformer. Ihr steuert Onkel Dagobert durch die verschiedenen Level. Der ist natürlich von einem älteren Semester und daher nicht ganz so wehrfähig wie andere Kollegen wie zum Beispiel Mario. Aber er hat seinen getreuen Gehstock dabei. Damit könnt ihr dann per Tastendruck einen Pogo-Sprung ausführen. Springt ihr so den Fieslingen auf den Kopf, verschwinden sie. Außerdem könnt ihr auch so größere Abgründe überwinden und auch über stachelige Böden hinweg pogoen. Oder wie auch immer das Verb dazu heißt. Aber nicht nur dafür ist der Stock gut. Ihr könnt auch einzelne Steine wegschießen und somit den Weg freiräumen. Das Star des Spiels sind natürlich die 5 Level. Die Jagd nach dem Schatz führt euch rund um die Welt. Ihr erforscht die schneebedeckten Gipfel des Himalaya, taucht in afrikanische Minen ein und besucht sogar Transsilvanien. Und erforschen ist ja der richtige Begriff. Getreu der Serie geht es hier um Abenteuer und um das Erkunden von Gegenden. Daher sind die Abschnitte nicht linear aufgebaut und sind vollgestopft mit diversen versteckten Räumen, in denen weitere Schätze auf ihre Entdeckung warten. Am Ende der Level erwartet euch natürlich klassischerweise ein Boss. Die Steuerung ist bei dem Ganzen immer knackig gut, wobei das Pogo-Springen manchmal etwas fummelig ist. Mit etwas Eingewöhnung geht aber alles gut von der Hand. Perfekt ist das Spiel aber trotzdem leider nicht. Das liegt vor allen Dingen an der Spieldauer. Mit seinen 5 Leveln seid ihr relativ zügig durch, da diese zwar verwinkelt sind, euch aber auch nicht stundenlang beschäftigen. Immerhin gibt es jedoch 2 verschiedene Fähigkeitsgrade und zur Optimierung könnt ihr versuchen, alle versteckten Räume zu finden, um möglichst viel Geld aus den Welten herauszupressen. Die Grafik ist super gezeichnet und sehr gut vom NES herüber portiert worden, ohne dass es allzu viele Einschränkungen gibt. Technisch wurde jedoch hier und da dem Gameboy etwas zu viel zugemutet, da es hier und da leider zu Slowdowns kommt. Die Musik jedoch, die ist fantastisch und gehört zu den besten, was das System zu bieten hat. Viele der Titel sind zeitlose Klassiker und alleine das Moon-Theme hat einen festen Platz in der Liste der besten 8-Bit-Lieder. Hier wird euch echt erstklassige Kost geboten. Was taugt DuckTales für den Gameboy also heute noch? Für mich ein Pflichttitel. Das Spiel ist eines der besten Umsetzungen einer Serienvorlage auf dem System. Die erzeugte Stimmung ist einfach klasse und ich kann dieses Spiel nur jedem wärmstens ans Herz legen. Das war ein Test zu DuckTales für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was da tun ist. Und ansonsten, ihr fantastischen Menschen, sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.